Ich grüße dich zu diesem kleinen Video an einem ganz anderen Ort. Da war ich noch nie. Heute das erste Mal. Hat so ein bisschen viele, wie sagt man das auf Hochdeutsch, Pfützen, keine Ahnung, Wasserlachen oder so ähnlich. Ne? Nicht was zum Lachen, sondern Wasserlachen. Ne? Diese hier, ne? die da, die siehst du, ne? Die, okay. Ja, was haben wir heute zum Thema? Oder was habe ich heute zum Thema? Jetzt wird es ein bisschen dunkel, ich hoffe, du siehst es trotzdem noch. Was hatten wir? Genau, sich fokussieren, konzentrieren auf das eine Ding. Das hat mich in der Vergangenheit immer ein bisschen grantig gemacht oder dachte, Mann, ich habe so viele Interessen und so viele Ideen, ich kann mich doch nicht nur auf ein einziges Ding konzentrieren. Dann verliere ich ja alle anderen. Ja, kann sein, muss aber nicht. Denn es gibt da offensichtlich einen ganz einfachen Trick. Du musst dich nicht nur auf ein Ding konzentrieren, sondern dich in dem Moment, in dem du an was dran bist, an einem Ding, dich auf das zu konzentrieren und das wirklich durchziehen, bis du diesen Schritt oder bis du dieses Ding abgeschlossen hast und danach dich aufs Nächste zu konzentrieren. Das habe ich für mich herausgefunden, war für mich eigentlich eine bombastische Entdeckung, in Anführungszeichen. Für die einen, boah, selbstverständlich, Mann, da kommt doch jeder Trottel drauf. Das kann sein, ich bin nicht sofort drauf gekommen. Denn jedes Mal, wenn mir jemand gesagt hat, du musst dich konzentrieren auf was, du kannst nicht so viel, du bist ja kein Bauchladen oder so. Kann sein. Aber wenn ich mich jetzt aufs Video aufnehmen konzentriere und extra in diesen Spot hier, der wunderschön ist übrigens, wirklich, wirklich wunderschön, kurz, klein, ein schönes Wäldchen. Mir gefällt die Natur, vor allem der Wald. Und da fällt mir auch das Nötige dementsprechend ein. Ansonsten, tja, lassen wir es mal so, wie es ist. Eben, sich konzentrieren auf das, was du gerade tust, auf das, was gerade ansteht, bis es fertig ist, bis dieser Schritt abgeschlossen ist und danach das Nächste. So verstehe ich und wende ich fokussieren auf ein Ding an. Und vielleicht hilft es dir weiter. Wenn ja, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Kommentare, Vorschläge, richtig, ab in die Kommentare. Sei das bei YouTube oder auf meiner Webseite. Ich danke dir und wünsche dir bis morgen noch einen wunderschönen Tag. Und tschüss.